König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um mit euch über Duddles oder Dreamcatcher zu sprechen. Und dazu begrüße ich wie immer den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und eines der Gründungsmitglieder dieses Podcasts, die wundervolle Missy. Hallo Missy. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Missy, es ist ja schon eine Weile da, dass du das letzte Mal bei uns warst. Du warst, wie gesagt, Gründungsmitglied, hast damals unsere erste Folge zu Carrie mit uns bestritten. Warst, glaube ich, dazwischen nochmal bei Kurzgeschichten dabei, richtig? Ja, auch. Hat sich denn seitdem bei dir was entwickelt? Hast du mit deiner neuen Band irgendwelche neuen Sachen? Oder machst du selber irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Sachen, die du gerne beworben haben möchtest? Nein, momentan gibt es tatsächlich nichts Neues. Die Band ist immer noch im Aufbau. Wir brauchen immer noch einen Schlagzeuger. Also wenn jemand aus dem Raum Limburg oder Mainz kommt, Schlagzeug spielen kann, gerne covert oder ähnliche Sachen macht, wie eigene Sachen zu entwickeln, der soll sich auf jeden Fall mal bei mir melden, weil irgendwie finden wir gerade keine Schlagzeuger, die sind ausgestorben oder so. Ich weiß auch nicht. Okay, im Zweifelsfall könnt ihr euch auch bei mir melden. Ich gebe euch dann einfach vertrauensvoll weiter. Sehr gut. Gut, hervorragend. Hervorragend. Wir wollen über ein Buch reden und ich will gleich vorneweg sagen, das ist eines dieser Bücher, die mich innerlich zerreißen. Ich finde es auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz schrecklich scheußlich und auf ganz vielen Ebenen ganz schrecklich gut. Aber Dela, die zerreißen dich nicht innerlich. Das sind nur Blähungen. Ja, bevor wir aber über die Bewertung reden, würde ich sagen, fangen wir erstmal an, wie wir immer anfangen, nämlich mit einer zeitlichen Einordnung. Flo, du hast das Wort. Ja, ich hole diesmal ein bisschen weiter aus und fange am 19. Juni 1999 an. Da ist Stephen King nämlich spazieren gegangen und das war keine so gute Idee, denn ein Van hat ihn voll erwischt, in den Kram geschleudert und ja, hat einigen Schaden hinterlassen. Die rechte Kniescheibe in der Mitte durch. Das linke Bein war an so vielen Stellen gebrochen, dass es, Zitat, aussah wie Murmeln in einer Socke. Das Rückgrat war an 9 Stellen angeknackt und 4 Rippen waren gebrochen. Und es waren einige OPs nötig, um King wiederherzustellen. Die waren kompliziert und schmerzvoll und er musste viel, viel Schmerzmittel nehmen. Und wir wissen ja, dass das nicht so die besten Voraussetzungen sind. Also King ist eigentlich zu Paul Sheldon geworden. Aus Misery. Er konnte auch tatsächlich nicht am Computer sitzen und schreiben. Also hat er dieses Buch mit Stift und Papier geschrieben. Und es ist kein dünnes Buch, muss man dazu sagen. Er hat 6 Monate gebraucht. Und es war für ihn eine Art Therapie. Das und ein Haufen Oxycontin. Das Buch, das dabei rausgekommen ist, sollte ursprünglich den Namen Cancer, also Krebs, tragen. Aber seine Frau hat da ein Veto eingelegt. Sie hat es immer genannt The One with the Shit Weasels. Und King hat sich dann für Dreamcatcher entschieden. Auf Deutsch wurde es nach einer der Figuren benannt, Duddits, und Dreamcatcher dann als Untertitel. Ja, was King selbst zu diesem Buch sagt, darauf gehen wir nachher noch ein. Was wir dazu sagen, das werden wir auch noch ausführlich besprechen. Und worum es in diesem Buch geht, das erzählt uns jetzt der Jonas. Ja, gerne. Im nördlichen Maine sind 4 inzwischen erwachsene Jugendfreunde, Pete, Bieber, Jonesy und Henry, auf ihrem jährlichen Jagdausflug. Was sie nicht wissen, nicht weit von ihrer Jagdhütte ist ein Raumschiff abgestürzt. Voll mit Parasiten, die Menschen leichte telepathische Fähigkeiten verleihen, allerdings auch manchmal wieselartige Wesen in ihnen heranwachsen lassen. Als Kinder hatten die 4 einen Freund mit Down-Syndrom, Duddits, der über starke telepathische Kräfte verfügte. Und irgendwie ist etwas von seinen Fähigkeiten auf die anderen übergegangen.
das wiederum hat zur Folge, dass Jonesy nicht nur von den Parasiten infiziert wird, sondern ja, er wird regelrecht übernommen. Er schafft es aber, sich in einem kleinen Teil von sich selbst zurückzuziehen und erlebt von nun an, wie er von diesem Wesen, das er Mr. Grey nennt, gesteuert wird. Also er kann auch mit Mr. Grey irgendwie kommunizieren. Ja. Und Mr. Grey hat sich zur Aufgabe gestellt, die Trinkwasserversorgung mit den Parasiten zu verseuchen, um ja quasi eine Pandemie auszulösen. Pete und Bieber sterben recht schnell. Henry wird vom Militär aufgegriffen und mit anderen Zivilisten in Quarantäne gesteckt. Da verbündet er sich dann mit dem Soldaten Underhill und die machen sich auf die Verfolgung von Jonesy und Mr. Grey. Eine andere Gruppe wiederum um den ranghohen Militär Kurz, die verfolgen Underhill und Henry größtenteils, weil Kurz sich an Underhill rächen will, weil der ihn irgendwie einen Befehl verweigert hat oder so. Das, quasi einfach persönliche Rache. Und zwischenzeitlich sammelt Henry den inzwischen an Leukämie erkrankten Duddits ein, der ihm helfen soll. Ja, es kommt zum Showdown. Henry und Duddits töten telepathisch Mr. Grey und die Militärs töten sich gegenseitig und die Welt ist gerettet. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Immer gerne. Ja, wir hatten ja schon mal ein Alien-Buch. Ihr könnt euch an Tominokos erinnern. Tominokos, kann ich mich erinnern, lief in diesem Podcast nicht gut. Im Vergleich dazu, wie wäre denn hier euer erster Eindruck, eure erste Gefühlsäußerung zu diesem Buch? Missy, fang du mal an. Also, ich habe Tominokos nicht gelesen und ich bin auch generell nicht so der Alien-Fan, muss ich sagen. Deswegen war tatsächlich ein King-Werk zu lesen, was damit zu tun hat, schon was Neues auch. Ich hatte es von Ewigkeiten schon mal gelesen und auch den Film geguckt und jetzt wieder gelesen für den Podcast jetzt. Und also ich muss sagen, dafür, dass es auch um Aliens geht, finde ich es in der Hinsicht gar nicht so schlecht. Also es hat mich in puncto, sage ich jetzt mal so, Science Fiction, Future Worlds und sowas und wie Aliens sein können und was sie so haben, schon tatsächlich gut gefallen. Also auch die Art und Weise der Kreatur oder der Kreaturen fand ich irgendwie gut, hat gepasst für mich. Hm. Und warum hast du dich für dieses Buch gemeldet freiwillig? Weil du es damals beim ersten Lesen toll fandst oder wolltest du einfach nur mal wieder mit uns senden? Gute Frage. Ist beides eigentlich. Also ich habe es damals tatsächlich mehrmals angefangen und erst so, ich glaube so im 5. Anlauf tatsächlich dann durchgelesen. Und als ich dieses Mal angefangen habe, ging das eigentlich relativ schnell, weil ich wusste natürlich, um was es geht und wie das Ganze ausgeht, aber irgendwie ist es besser gelaufen jetzt im zweiten Durchgang und hat auch nochmal so ein bisschen ja einen anderen Eindruck hinterlassen. Und als ich jetzt gesehen habe, dass es eben auf der Liste steht, habe ich gesagt, hier ist ein guter Punkt. Ich lese nicht oft Bücher zweimal, aber gerade weil das so ein holpriger Anfang war damals und nicht so lange gebraucht und ich wusste, dass es gibt einige Passagen, die sich ziemlich ziehen, aber es hat irgendwie dieses Mal ging's schneller. Okay. Flo, wie ging's dir damit? Also ich habe das Buch das erste Mal gelesen, als es 2001 rauskam. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte nur noch eine diffuse, negative Erinnerung. Also ich hätte dir sagen können, ja, irgendwas mit Außerirdischen, irgendwas mit Duddits und das war's. Ich wusste nichts mehr von diesem Buch. Ich habe es jetzt angefangen und ich glaube, seit Sprengstoff hat kein Buch mehr so lange gedauert beim Lesen wie dieses. Und wer sich an Sprengstoff und meine Begeisterung dafür erinnert,
der weiß, dass das kein gutes Zeichen ist. Ich habe tatsächlich mir sogar das englische Hörbuch noch geholt, weil auf Deutsch gibt es keins. Und habe das parallel nochmal auch gehört. Dabei habe ich zwei Sachen festgestellt. Ich mag das Buch nicht. Und es ist tatsächlich nicht gut übersetzt. Mhm. Und vielleicht, also ich meine, es ist auch im Englischen jetzt kein Meisterwerk, aber es fällt tatsächlich auf, dass da eine ganze Reihe Sachen sind, die einfach schlecht und falsch übersetzt sind. Okay. Ja, bei mir war es so wie bei euch beiden. Ich habe das Buch auch gelesen, als es damals rauskam. Habe auch keine Erinnerung daran. Ich hatte mich auch nicht erinnert, dass es um diese ganze Alien-Thematik ging. Ich wusste, dass es gab diesen Menschen mit Trisomie 21. Das hatte ich noch im Kopf. Ich weiß auch, dass ich mich fürchterlich über dieses Buch geärgert habe. Allerdings hatte ich halt auch nur so ein diffuses, schlechtes Gefühl dabei damals. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob ich es damals fertig gelesen habe. Als ich es jetzt das zweite Mal gelesen habe, ging es mir relativ gegenteilig wie bei Missy. Denn ich habe am Anfang, nachdem ich es jetzt das zweite Mal gelesen habe, wahnsinnig viel Spaß damit gehabt und es wurde einfach mit jeder Seite schlechter. Und das ist irgendwie komisch, weil ich habe das Buch angefangen, habe gedacht, oh, das ist ja viel besser, als ich es in Erinnerung habe. Und jetzt, nachdem ich das Buch seit fast einem Monat dann fertig gelesen habe, fällt mir mit jedem Tag mehr ein, was mich aufregt. Jonas, wie ist es bei dir? Ja, also im Vergleich zu Tommenockers finde ich es wesentlich besser. Und mir hat die Geschichte eigentlich ganz gut gefallen. Das war irgendwann Anfang der 2000er eins meiner ersten Kriegbücher, die ich überhaupt gelesen habe. Ich glaube, es ist das zweite. Hm. Und ja, das deswegen, ich hatte keine Erfahrung und war irgendwie Anfang 20 oder knapp 20. Und es war eine nette Unterhaltung. Jetzt beim nochmal lesen mit mehr Erfahrung, muss ich sagen, es gefällt mir eigentlich immer noch. Okay. Ist vielleicht kein Meisterwerk, aber ist eine nette Geschichte. Nicht großartig, aber ganz schön. Mhm. Ich würde jetzt tatsächlich nicht in die einzelnen Charaktere richtig reingehen. Aber wir sollten vielleicht grob mal über die Charaktere allgemein sprechen. Und ich muss sagen, mir hat das eigentlich in der Charakterzeichnung für die vier Hauptpersonen, beziehungsweise fünf Hauptpersonen, ziemlich gut gefallen. Weil gerade dieses Intro, wie wir die Jungs eben einzeln kennenlernen, auch in verschiedenen Stadien ihres Lebens, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat funktioniert für mich. Und ich mochte das vor allem auch, wie unglaublich depressiv dieses Buch am Anfang ist. Und wie hoffnungslos und wie dreckig, noch bevor diese ganze Alien-Thematik rauskommt. Und das war eigentlich der Teil, der mir am Buch am besten gefallen hat. Und da schlage ich jetzt wieder den Bogen zu Tommenockers, denn das war ja auch der Punkt, der mir bei Tommenockers gefallen hat. Dieser Abstieg dieses alkoholkranken Menschen und seine Depression und seine Gedankenwelt, die hat ja damals schon bei mir funktioniert. Bloß sobald halt die Alien-Invasion reinkommt, klappt das Ganze halt für mich in sich zusammen. Also ich muss auch sagen, die Zeichnung von den Charakteren fand ich auch super. Die Alien-Thematik fand ich allerdings auch super. Also für mich hat das Buch so ganz viele verschiedene Schichten, die aber nicht unbedingt in der Gesamtstory, um die es ja dann im Endeffekt geht, dann so zusammenpassen. Mhm. Also das war für mich dann auf der einen Seite zu viel Alien-Kram am Ende, was am Anfang ja nicht der Fall war. Und dann auch dieses Hin- und Herspringen zwischen Vergangenheit und jetzt. Und das war mir an manchen Stellen einfach zu viel, war aber meines Erachtens nötig, um die Charaktere zu verstehen und wo die halt jetzt in ihrem Leben stehen. Aber für mich waren das irgendwie so zwei Stories, die irgendwo von King miteinander verknüpft wurden. Und diese Verknüpfung hat nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ja, genauso sehe ich das auch.
Also ich finde die Figuren an sich auch nicht schlecht und auch diese Zeitsprünge, Vergangenheit, Gegenwart, da hätte man einiges auch noch draus machen können. Vor allem, weil wir uns auch wieder in Derry befinden, was ich aber letztendlich dann im Kontext des Buches überflüssig finde, weil King da eigentlich nichts draus macht. Er hat so ein paar Querverweise ja auf die Klassiker, also auf Ace zum Beispiel, aber letztendlich ist es vollkommen unnötig, das könnte überall spielen. Ja. Und ja, die Alien-Story, okay, wir befinden uns so im Auslaufen des Akt X-Hypes. Die hat mich überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Also, ich finde die Monster, diese Kackwiesel, ja, ich weiß, ich finde sie eher lächerlich als bedrohlich. Und ich glaube, ich habe oft mal auf Twitter irgendwas geschrieben zu dem Buch und haben sich mehrere Leute gemeldet. Das Einzige, woran sie sich erinnert haben, war das, was mir auch aufgefallen ist. Es geht so viel ums Furzen. Oh ja. Das ist ja so gut. Oh, es ist echt. Ich weiß es nicht. Wenn King das tatsächlich als einen lustigen Horrorroman angesetzt hätte oder einen lustigen Science-Fiction-Horror oder so, hätte ich vielleicht damit eher leben können, aber so ist es irgendwie vom Ton her doch sehr uneben. Da würde ich aber tatsächlich sogar reingrätschen. Für mich, also ich weiß es nicht, ob das ein Ding ist, aber ich habe da eine Theorie, die ich finde, die das Ganze ein bisschen verteidigt. Und da kommt für mich der Unfall mit rein. Denn ich glaube, solche lächerlichen Körperfunktionen wie auf die Toilette gehen oder furzen, schlicht und ergreifend, sind tatsächlich ein Körpermechanismus, um den du dir erst den Kopf machst, wenn er nicht mehr funktioniert. Ja. Und ich weiß tatsächlich, zum Beispiel bei einigen Bandscheibenerkrankungen und so weiter, ist es halt zum Beispiel auch viel so, dass die auf die Verdauung gehen. Oder generell bei Wirbelsäulenerkrankungen. Oder eben zum Beispiel auch bei Gebrauch von diversen bösartigeren Schmerzmitteln. Und wenn ich das unter dem Kontext sehe, dass King das gerade in der Phase geschrieben hat, in dieser Genesungsphase, kann ich mir vorstellen, dass der unterbewusst tatsächlich auf das Thema eine Fixation hatte, weil es halt eben in dem Moment ein Thema war, das in seinem echten Leben in dem Moment eine absolut unangemessene, lächerliche Präsenz hatte, die aber halt aufgrund der aktuellen Lage der Dinge doch eine Wichtigkeit gewinnt, die du nicht wegleugnen kannst. Es hat er sogar zugegeben. Er hat sogar in einem Interview gesagt, dass er hofft, dass Dreamcatcher would do for the toilet what Psycho did for the shower. Ich kann die Intention verstehen, aber wie gesagt, ich finde es vom Ton her ja, da bin ich bei zu durcheinander in dem ganzen Buch. Wenn es tatsächlich von Anfang an diesen etwas lustigeren Ton hätte, und da kann man ja trotzdem Horror und Splatter reinbringen, wie man will, wenn man das Ganze ein bisschen abgedreht macht, dann passt das auch eher zusammen, aber so hat mich das jetzt nicht so ganz überzeugt. Hm. Jonas, wie ging es dir mit dem Charakter? Ich fand's eigentlich ganz nett, die wurden schön aufgebaut und eingebracht. Und mich hat es dann ein bisschen geärgert, dass die zwei dann ziemlich schnell gestorben sind. Also Pete und Beaver, die hatten ja keine richtig große Rolle mehr. Und ja. Und gerade Pete zum Beispiel. Pete habe ich komplett verdrängt. Pete ist in diesem Buch für mich 3 Seiten und dann ist er nicht mehr vorhanden. Also so gar nicht. Beaver hat ja wenigstens noch diese Funktion als ja, der ist einerseits der Treiber dieser Infantilität, die dieses Buch nun mal hat. Andererseits aber eben so dieses große, tröstende und beschützende Ding, was sie alle haben, was dann letzten Endes ja Henry übernimmt. Aber Pete zum Beispiel war eine Figur, die hätte es für mich komplett nicht gebraucht. Ja, es fehlt auch irgendwie so dieser Schockmoment. Oh, jetzt ist einer aus der Gruppe gestorben, weil er vorher schon so nichtssagend ist. Genau. Also, das sind die anderen Charaktere tatsächlich ein bisschen besser aufgebaut und selbst die sind jetzt in meinen Augen auch nicht
so überzeugend, dass es mich jetzt wirklich packt, wenn sie sterben. Aber also selbst bei Beaver war ich jetzt nicht so traurig. Aber was mich am allermeisten stört an diesem Buch, am allermeisten, ist tatsächlich nicht das Ding, dass diese zwei Charaktere plötzlich einfach nicht mehr existieren. Das ist ja wenigstens innerhalb der Geschichte noch zu rechtfertigen. Was mich wahnsinnig nervt, ist, dass wir zwei wichtige Figuren haben, oder beziehungsweise zwei wichtige Personengruppen, nämlich einerseits Duddits, der für mich überhaupt nicht funktioniert und der für mich überhaupt keine Zeichnung hat. Das ist nur eine Funktion. Und dazu noch eine schlecht geschriebene Funktion, weil es ist wieder der obligatorische magische Krüppel. Aber darüber rege ich mich gleich nochmal auf. Aber Duddits fällt für mich komplett raus. Der hat überhaupt keine Zeichnung. Und die Aliens, nicht Mr. Grey, aber die Invasionskraft an sich, die gehen für mich auch völlig unter. Ja, aber was denen an Charakterzeichnung fehlt, das hat der Bösewicht im Überfluss. Also ich finde Kurtz so übertrieben. Nein, das ist toll. Du magst auch noch, oh Gott, nein, ich finde ihn so übertrieben. Der ist ein Comic-Bösewicht, wie er im Buche steht. Ja, aber es passt in das Buch. In dem ernsten Buch, in dem ernsten Roman könnte ich den auch nicht ernst nehmen, gebe ich dir recht. Aber da das für mich eben so viele komische Elemente hat, finde ich, passt er da hervorragend rein. Kurz war mein mit der einzige Lichtblick in dieser ganzen Alien-Thematik. Na gut, für mich passt das Komische ja schon nicht so. Deswegen hat das vielleicht auch nicht gepasst. Aber ich finde ihn total lächerlich, total übertrieben, total over the top. Ich hatte so das Gefühl, dass das King hier so alle negativen Eigenschaften des konservativen Amerikas, des industriellen militärischen Komplexes da reingepackt hat in eine Figur. Und ja, nee, ich finde ihn sehr anstrengend. Ja, schon ein bisschen. Aber du hast ihn eigentlich ziemlich gut beschrieben gerade. Aber dazu finde ich ihn doch wieder zu vielschichtig. Ich meine, alleine diese Ansprache als der eine Soldat die Aliens rassistisch beschimpft und er ihm dann in den Fuß schießt oder ins Knie, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube in den Fuß. In den Fuß. Und ihn dann rund macht, so von wegen, wir werden ihre Frauen schänden, ihre Brunnen vergiften, ihre Kinder töten, alles gut, aber wir werden das rassisch und religiös und sexistisch, absolut moralisch, einwandfrei, unmotiviert tun. Also ich lese euch noch das Zitat nochmal vor, aber das fand ich so gut, ich mochte den. Und eben genau in seiner Übersprungshandlung und so weiter. Und es ist ja nicht mal so, dass man ihn jetzt so zeichnet, als er ist jetzt dieser Wahnsinnige oder wie auch immer. Sondern es wird ja auch immer wieder gesagt, gerade dieser Wahnsinn ist ja ein riesiger Teil seines selbstgewählten Images. Weißt du, ich meine, wenn der einfach wie in Dr. Strangelove so völlig abgedreht wäre, einfach aus, weil das halt ist, okay, dann wäre es halt, ja, anders. Aber dadurch, dass er eben immer betont wird, wie viel davon auch Schau ist, gibt das für mich dem Charakter schon ein bisschen Tiefe, die mir Spaß macht. Ja, ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Ja, generell habe ich so im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert, was so Meinungen auch von Lesern zu dem Buch sind, von damals, als es rausgekommen ist, bis heute. Und es scheint wirklich, wie auch wir vier, in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen zu gehen. Also es ist so ein typisches, entweder ich hasse es oder ich liebe es, Buch auf die eine Art oder andere Art, also in Bezug auf die Charaktere oder die Alien-Thematik oder Verknüpfung zu anderen Kings-Werken oder dass es sich so in die Länge zieht an manchen Stellen. Also wenn man so die Foren mal durchscannt quasi, findet man eigentlich kaum irgendwas, wo jemand anderem zu 100% zustimmt. Und das fand ich bei dem Buch jetzt tatsächlich sehr überraschend, also nee, nicht überraschend, also im Vergleich zu den anderen King
Büchern, die ich bisher gelesen habe, war das dasjenige, wo ich tatsächlich am meisten auch mit mir in zwei Richtungen tendiere, sozusagen. Mhm. Komme auch nicht auf einen Nenner. Ja, King selbst mochte das Buch, als er es geschrieben hat. Aber als er dann wieder von den Schmerzmitteln runter war, hat er 2014 in einem Interview gesagt, dass er Dreamcatcher jetzt nicht so besonders mag, dass er es auf den Schmerzmitteln geschrieben hat. I was pretty stoned when I wrote it because of the Oxy. And that's another book that shows the drugs at work. Und ja, das merkt man, glaube ich, an. Also wir hatten das ja so in der Phase auch gerade hier mit Tommyknockers. Das war ja auch so die Hochphase der Drogenabhängigkeit. Da zeigen sich auch, also nicht nur, dass er scheinbar gerne über Alien-Invasionen schreibt, wenn er heißt, aber da zeigen sich auch so einige Sachen, auch, dass er abgedrehter ist, wenn er auf Drogen ist. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber das ist für mich tatsächlich ein Ding, über das ich gerne reden will. Weil ich glaube, diese ganze Unfallsache und auch vor allem in Kombination mit Tommyknockers und den Drogen, das ist für mich, glaube ich, wirklich ein Ding. Weil wir haben ja zum Beispiel bei Mr. Grey auch diesen Effekt, dass er immer menschlicher wird. Dass er eben lernt, wie sich Wutanfälle anfühlen, wie sich Gefühle generell anfühlen. Ich meine, allein die Idee, ein Alien, das zum ersten Mal furzt, ist halt großartig. Aber anderes Thema. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen einen infantileren Humor. Aber gerade in dem Charakter Jonesy zum Beispiel, da ist halt so wahnsinnig viel von dem Unfall verarbeitet, glaube ich. Und von den Schmerzen. Und dass du eben dich selber aussonderst aus der Gesellschaft. Zum Beispiel, dass eben Jonesy oben auf seinem Hochsitz sitzt und nicht mehr aktiv mit irgendwas jagt. Aber ich glaube, genauso ist eben Mr. Grey eine Analogie auf diese ganze Sache. Weil du dich eben in deiner ganzen Selbstisolation, die dir einfach durch Schmerzen oder durch Unfälle oder Verunstaltungen oder was auch immer aufgezwungen wird, letzten Endes, die halt dazu führt, dass du dich als Ausgestoßener fühlst und eben als, in Anführungsstrichen, Alien und so weiter. Und aber gleichzeitig eben dieser Wille, wieder zurückzukommen in diese normale Gesellschaft, also eben wirklich wieder ein, in Anführungsstrichen, vollwertiger Mensch zu werden. Klar ist das Buch an ganz großen Teilen ganz fürchterlich lächerlich. Aber auch das schiebe ich darauf, dass man sich einfach unter diversen Schmerzmitteln wesentlich leichter erheitern lässt, als man das vielleicht nüchtern würde. Aber ich glaube, da liegt wirklich ganz viel unten drunter auf dieser Ebene, was ihm vielleicht gar nicht mal so aktiv bewusst ist. Also mit Jonesy gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und das finde ich sogar auch einige der stärksten Szenen in diesem Buch. Weil, ja, da kann ich mich reindenken, reinfühlen in diesen Charakter. Und diese ganze Thematik, die ja da tatsächlich auch ernsthaft behandelt wird mit dem Unfall, mit den Schmerzen, mit wie geht man danach mit sowas um. Ich denke, da hätte er tatsächlich ein richtig gutes Buch schreiben können. Aber dann kommt wieder dieser infantile Humor dazu und das haut mich dann wieder so raus. Das macht die guten Teile schlechter für mich. Jonas, wie geht's dir denn? Du bist ja generell auch nicht unbedingt dem infantilen Humor abgeneigt. Ja, es ist eine seltsame Mischung aus Humor und ernsten Themen, das stimmt. Aber bei mir haben die lustigen Sachen doch überwogen oder sie sind mehr hängen geblieben. Positiv oder negativ? Positiv. Mhm. Also ich möchte auch mal klarstellen, ich habe überhaupt nichts gegen Furzwitze. An manchen Tagen bin ich ein wandelnder Furzwitz. Aber ja. Ihr kennt das ja, manchmal schafft man es einfach aus irgendwelchen Gründen nicht in ein Buch rein. Und bei mir war das halt hier so der Fall. Vollkommen verständlich. Und wie gesagt, ich will auch das Buch überhaupt nicht verteidigen. Wie gesagt, mich hat das auch an wahnsinnig vielen Stellen unglaublich genervt. Aber ich denke halt wirklich,
diese Infantilität kann man wirklich auf diese ganze Drogengeschichte schieben. Und die ganze Depressionsseite und diese ganze Ausgestoßenheits-Isolationssache, die kann man eben wirklich auf den Unfall schieben. Das ist tatsächlich für mich die Erklärung, wie das zusammenpasst. Gut finde ich das auch nicht unbedingt. Mir wäre eigentlich das Buch lieber gewesen, wäre es die ganze Zeit in dem Stil gewesen oder geblieben, wie es eben am Anfang hatte. Denn das fand ich wirklich beeindruckend, wie depressiv und wie düster und wie melancholisch dieses Buch ist. Habt ihr das denn am Anfang auch so empfunden oder hatte ich einfach nur die richtige Laune dafür? Nee, das ging mir auch so. Schon diese Zeichen von Pete am Anfang, der sich immer mehr dem Suff hingibt und dann hofft, dass er vielleicht doch mit dieser Frau da ausgehen kann, und obwohl er es eigentlich besser weiß. Das war schon wirklich gut gemacht. Ja, und dann halt aber das vor allem auch in Kombination mit dieser Freundschaft. Als sie dann eben zum Beispiel sagen, ja, du musst jetzt für uns alle vier glücklich sein, weil wir anderen drei kriegen es halt absolut nicht auf die Reihe, zum Beispiel. Das hat mir wirklich gut gefallen, das mochte ich sehr. Es wird halt wieder sehr viel, so die Atmosphäre, die tiefen Verbindungen zwischen langjährigen Freunden und so weiter, das wird, finde ich, sehr, sehr gut gezeichnet am Anfang, und das auf die unterschiedlichste Art und Weise, im Sinne, wie sich die jeweiligen Charaktere halt entwickeln, von damals zu dem Punkt, wo sie sich in der Jagdhütte wieder treffen. Und da passt eben auch dieses, dass eben bei nicht allen alles immer super läuft und dass eben der eine diesen extremen Abstieg hat und das so ein bisschen dieses Düstere auch zeichnet, aber trotzdem sind diese vier halt irgendwie füreinander da und treffen sich jedes Jahr dort und dieses Aufarbeiten vielleicht auch ein bisschen dann von Erinnerungen von früher und so weiter, das macht diese Atmosphäre halt aus. Und ich habe es jetzt nicht unbedingt als so, sage ich jetzt mal, depressiv empfunden, aber schon so ein bisschen dunkel, düster, so in die Richtung. Und was mir jetzt auffällt, während wir so darüber reden, wir reden die ganze Zeit von vier Menschen. Und das ist mein zweiter riesiger Kritikpunkt an dem Buch. Und das ist die ganze Thematik um Dadditz. Die macht mich fürchterlich krank. Wie ging es euch damit? Dadditz ist kein Charakter, Dadditz ist eine Funktion, und das ist so unheimlich schade, weil man da so viel mehr hätte draus machen können. Also, Ja, vor allem gerade im Zusammenhang mit dem Punkt, den ich gerade schon gebracht habe, mit diesem King lernt jetzt durch den Unfall, wie sich das anfühlt, chronisch krank zu sein in irgendeiner Form. Also gut, er ist jetzt in dem Moment akut krank, aber ihr wisst, was ich meine. Oder eine Behinderung zu haben oder wie auch immer und was das für Implikationen hat. Und trotzdem hat er es überhaupt nicht nötig, sich mit der Thematik Trisomie oder sowas auch nur annähernd zu beschäftigen. Er macht sich schlicht die Mühe nicht. Wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe, ich habe das Nachwort gelesen, da erzählt er über mehrere Sätze, wie er sich mit dem US-Militär beschäftigt hat, ob nun ein Humvee auf Schnee oder auf Schlamm oder auf Matsch besser fährt. Dafür hat er Recherchezeit in Anspruch genommen. Aber sich mit dem Thema Trisomie mal auseinanderzusetzen, das lief halt unter ferner Liefen. Ja. Und da habe ich mich ja schon bei, wie heißt das Buch? Mit dem autistischen Menschen? Regulator. Da habe ich mich ja bei Regulator schon so fürchterlich drüber aufgeregt. Und es kotzt mich einfach an. Stimmt, bei Regulator habe ich das auch komplett verdrängt. Ja, er hat da irgendwie so in den letzten 10 Jahren nichts gelernt. Ich überlege gerade, ob das später besser wird. Ne? Ich glaube es auch nicht. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein. Wir werden es ja merken. Aber also man kann ja sagen, dass er zum Beispiel in Sachen Frauencharaktere doch echt eine Entwicklung gemacht hat. Ja. Von seinen ersten Büchern bis jetzt, na gut, jetzt in diesem Buch würde ich das mal außen vor lassen, da ist keine Frau dabei. Aber
Hier in dieser Hinsicht, nee. Da hat er nichts gelernt. Das sind keine Charaktere, das sind Funktionen für ihn. Und mehr ist es nicht. Und er beschreibt es so klischeehaft und so, ja, falsch. Ja. Ja. Das ist, nee. Nein, und vor allem auch die Arroganz, mit der er an die Sache rangeht. Ich meine, gut, sie bleibt nicht unwidersprochen. Aber alleine die Tatsache, dass sich die vier Jungs die ganze Zeit über das ganze Buch, das sind die letzten Versager. Okay, Versager sein darf man. Ist alles gut. Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Gehört zum Leben. Aber dass die sich die ganze Zeit dafür einen runterholen, dass sie einmal in ihrem Leben zu dem, und jetzt sage ich es in Anführungsstrichen und ich sage das, weil ich bin betroffen, dass sie einmal in ihrem Leben lieb zu dem Krüppel waren und darauf halten sie sich jetzt für den Rest ihres Lebens für geile Menschen. Da könnte ja. Ich... Ah. So, und dann geht das ja weiter. Dann haben wir irgendwann die Szene, als sie über die Rettung von dem Mädel sich unterhalten. Da sitzt er mit Owen im Auto, Henry, und erzählt ihm eben mehr oder weniger telepathisch diese Geschichte, wie sie dieses Mädel aus dem Abflusskanal gerettet haben. Mir fällt ihr Name nicht ein, alleine das sagt ja auch schon wieder viel über die Geschichte aus, aber egal. Und wie er sich dann darüber, ja, und all dieser Aufwand für, in Anführungsstrichen, so ein bisschen menschlichen Abfall, also so explizit wird es nicht formuliert, aber dieser ganze eugenische Ansatz, den diese ganze widerliche Argumentation hat, die haut ihm Owen dann auch um die Ohren, das finde ich auch sehr gut. Aber da wird's mir schlecht, ganz ehrlich. Ja, verstehe ich vollkommen. Ich hatte es tatsächlich sogar so in Erinnerung, dass ich die vier und Dalitz jedes Jahr in dieser Waldhütte treffen. Ja, selbst das ist nicht. Ja, und das wäre schon ein 10-mal besserer Ansatz, weil dann hätte man geglaubt, dass es da eine Freundschaft gibt. Aber so wie das hier beschrieben ist in dem ganzen Buch, nee. Die holen sich drauf runter, dass sie einmal was Gutes gemacht haben. Und das war's dann auch. Na, und vor allem dieses, diese Gönnerhaftigkeit, die halt auch die ganze Zeit damit schwingt. Ja, sie haben halt nicht nur einmal Dalitz vor diesen Rowdies da gerettet, sondern sie haben auch mit ihm Karten gespielt. Ja, geil, ich bin stolz auf euch, ihr Pfeifen. Weißt du, was ich meine? Das kotzt mich an. Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. Ich sehe es ganz genauso. Ja, größtenteils schon. Ich könnte mir jetzt allerdings noch vorstellen, dass in diesem Punkt, dass ständig zurückdenken, halt so Gefühle ausgelöst werden soll, wie, ach ja, damals die gute alte Zeit. Und jetzt sehen uns an, der eine Alkoholiker, der andere selbstmordgefährdet und so weiter. Ja, da bin ich bei dir, aber es ist eben nicht die gute alte Zeit, weil da 5 Kumpels zusammen waren, sondern es ist deshalb die gute alte Zeit, weil 5 Kumpels sich dazu herabgelassen haben, sich mit diesem Jungen zu beschäftigen. Das schwingt ja immer mit, das wird ja immer mit gesagt. Weißt du, wie ich meine? Ja, allerdings, ich glaube, als Kinder haben die das echt ernst gemeint und die haben das als richtige Freundschaft gesehen. Das ja. Hat sich dann auch vollkommen auseinanderentwickelt, ja. Aber ich denke, dass die damals wirklich Freunde waren. Was mich daran stört ist, ja, wir waren mit Dadditz Boot fahren. Und Mama war uns so dankbar dafür. Ja, wir haben mit Dadditz Karten gespielt. Und jedes Mal hat sein Papa sich so gefreut, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Das kommt in jeder dieser Erinnerungen, kommt ein Satz, der das einordnet, dass man dafür gefälligst dankbar zu sein hat. Es hinterlässt so irgendwie so einen Nachgeschmack von, ja, wir sind Alkoholiker und selbstmordgefährdet und unser Leben ist alles scheiße, aber hey, wir sind trotzdem gute Menschen, weil wir haben als Kinder mit den Behinderten gespielt. Und wir sind wenigstens nicht wieder Krüppel. Ja. Das ist eigentlich der zweite Subtext, der mitkommt. Uns geht's beschissen, wir sind die letzten Verlierer, aber wenigstens sind wir nicht der Krüppel. Ja, okay, das. Da habt ihr einen Punkt.
Da muss ich aber sagen, da gab es auch eine Szene, und das war die einzige Dattel-Szene, die ich schön fand, als er dann mit Jonesy in seinem imaginären Büro Kontakt aufnimmt und Jonesy das erste Mal einfällt, als ihn, als Dattels von einem von den Jungs so ein bisschen geärgert wurde. Es war irgendwas über seine Brotbüchse oder keine Ahnung was. Also harmlos. Und dass ihm jetzt, also Jonesy jetzt im Nachgang einfällt und auffällt, dass Dattels ihn dann die ganze Zeit aktiv bestraft hat mit dem Weitersetzen der Punkte. Genau, dass er ihn dann auch rückwärts gesetzt hat und so. Ja. Genau. Das war das einzige, die einzige Szene, wo ich ein ganz kleines bisschen Gefühl für Dattels gekriegt habe. Und das war's in dem ganzen 700 oder was Seitenbuch. Ja, ich muss halt sagen, also ich habe, wie Flo vorhin gesagt hat, Dattels auch nicht als, als festen Charakter gesehen, sondern auch eher halt als Funktion, weil er hat mich sofort auf der einen Seite durch seine telepathischen Fähigkeiten irgendwie an Carrie erinnert, die ja auch durch ihre krasse religiöse Mutter so zum Außenseiter war und eben halt auch nicht irgendwie integriert war in, ja, sage ich jetzt mal, die Jugend von ihrer Highschool. Und auf der anderen Seite natürlich habe ich an The Green Mile gedacht, den großen Koloss, ja, mit den Fähigkeiten, dass es halt natürlich bei King schon öfter irgendwie vorkam und auch dort. Oder auch bei The Stand zum Beispiel mit Tom. Ja. M-O-N-D. Ich habe jetzt noch nicht alle gelesen, aber das waren die zwei, die mir auf jeden Fall eingefallen sind, weil die hatte ich beide vor Dadits gelesen. Und dann war es irgendwie halt so, dass ja, mir war dann, dass er unter Trisomie 21 leidet, ist mir tatsächlich irgendwann, das war so in einem Nebensatz erwähnt, war aber dann halt überhaupt nicht mehr wichtig, weil eben diese Fähigkeiten im Vordergrund standen. Und das war dann quasi wieder das, was der Flo gesagt hat, eben mit, dass Dadits eben nur diese Funktion hatte, dann auch diese Fähigkeiten quasi darzustellen oder innezuhaben, die weiterzugeben und damit irgendwie eine besondere Rolle bekommt als der Außenseiter, der trotzdem irgendwie wichtig ist. So in der Hinsicht. Ja. Und natürlich diese Freunde in der Hinsicht verknüpft auch miteinander durch diese eine Aktion, wo sie ihm geholfen haben. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir schon auch recht, es ist, wenn man mehr drüber nachdenkt, was da eigentlich noch hätte draus werden können oder was man noch draus hätte machen können, dann ist es so sehr, sehr schade, wie das von King dann so zur Seite gelegt wurde quasi. Was mich halt daran auch noch wahnsinnig stört, ist der Punkt, was da ja auch wieder im Subtext mitkommt. Der Krüppel ist nur oder hat nur eine Existenzberechtigung insofern, dass er nützlich ist. Insofern, ja, genau. dass er die Welt wieder rettet für die Normalen, in Anführungsstrichen. Das ist ja nicht mal so, also habt ihr als Dadditz dann stirbt, auch nur in irgendeiner Form das Gefühl, dass Henry davon ernsthaft betroffen ist? Also jetzt als bestes Beispiel. Nee, ich glaube nicht. So, und alleine unter dem Aspekt kann ich halt das nicht gelten lassen, von wegen, das steht halt für eine bessere alte Zeit. Weil, nee, das der ist nur dafür da, um die Welt zu retten, für die Normalen. Und dann ist die Welt gerettet und dann kann er weg. Und so ist halt nun mal das echte Leben für eine Behinderten, chronisch Kranken, wie auch immer. Wir dürfen halt am öffentlichen Leben nur dann und nur in der Funktion teilnehmen, die in irgendeiner Form der normalen Gesellschaft in irgendeiner Weise was nützt. Indem wir eben zum Beispiel, da habe ich ja letztens fürchterlich geflucht, DHL-Boten mit Hörbehinderung. Und dann können wir uns als gesunde Menschen alle einen drauf runterholen, wie integrativ wir sind und wie toll wir sind. Versteht ihr mein Problem? Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Dass der nur dafür da ist, den anderen den Arsch zu retten und es nicht mal auch nur ansatzweise eine Emotionalität oder eine
eine freundschaftliche Bindung gibt, die ich glauben kann in der Geschichte. Ja. Das er ist nur dafür da, dass sie sich geil fühlen können. Mehr nicht. Ja. Gut, habe ich genug rumgeschrien. Sehr schön. Wollen wir vielleicht ganz kurz darüber reden, über die Aliens? Denn da kommt das jetzt halt auch wieder mit rein. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Funktion von Duddles, wenn ich die wenigstens verstanden hätte, dann okay, aber selbst die habe ich nicht verstanden. Erstens, diese Aliens, die graue Masse, also die mehreren, nicht Mr. Grey, sondern alle anderen, die da so rumlaufen. Ist das tatsächlich, sie machen ja diese Funksprüche so von wegen, wir sind ungefährlich, wir haben nichts und so, wir wollen euch auch nichts tun. Glaubt ihr, Mr. Grey ist einer von Bösen in einer generell guten Gesellschaft, dass die wirklich nichts Böses wollen? Oder ist das einfach ein elaborierter Trick und die wollen einfach wirklich alles übernehmen? Ach, gut und böse sind eh bürgerliche Kategorien. Ja. ich weiß nicht, die Aliens bleiben auch sehr grau in der Geschichte. Ich würde jetzt eigentlich gerne ein Beispiel bringen mit anderen Aliens, mit denen ich auch so gar nicht zurechtkomme, aber zu dem Buch kommen wir erst später noch, da will ich nicht spoilern. Ich weiß nicht, ob sie gut oder böse sind. Sie sind mir letztendlich auch egal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ich glaube aber eher, dass Mr. Grey durch das Erleben der Menschlichkeit eher korrumpiert wird. Mhm. Jonas? Ich bin mir auch unsicher, weil ich kapiere den ganzen Sinn nicht, weil sind die Grauen jetzt eine Alienrasse, die von einer anderen Alienrasse auch besetzt wurden, so wie Jonesy besetzt wurde? Oder gehören die irgendwie zusammen? Sind die freiwillige Wirte oder irgendwie symbiotisch? Oder ja, das ist alles seltsam. Und also ihr habt das auch alle nicht verstanden. Nee, nicht so richtig. Ja, und genau das. Und auch was, oder konnten die sie damit retten, dass sie einen Wirt wie Jonesy finden, der dann auch entsprechend reagiert? Weil wenn Jonesy nicht da gewesen wäre, dann hätten sie ja auch ja quasi niemanden gehabt, der für sie handeln kann. Ja, richtig. Also das wird ja tatsächlich von kurz aus so thematisiert. Die wären halt schlicht und ergreifend eingegangen, weil zu wenige Leute dort hinten überhaupt rumgesprungen sind, weil die Temperaturen ungünstig waren und so weiter. Also das sagt kurz ja relativ eindeutig. Also ich habe so verstanden, dass es die quasi in ja verschiedenen Formen gibt, aber dass sie schon immer auch einen Wirt irgendwie brauchen. Also, dass sie alleine so, zumindest jetzt auf der Erde, auch vielleicht wegen den Temperaturen oder so, so nicht lebensfähig quasi sind. Deswegen brauchen sie immer irgendwie einen Wirt, wie jetzt dann das eben Mr. Grey Besitz von Jonesy nimmt, zum Beispiel. Das ist zumindest so eine Sache, die ich gedacht habe, verstanden zu haben. Aber sicher bin ich mir auch nicht dabei. Naja, für mich ist halt die Frage, wer sind denn jetzt die eigentlichen Aliens? Eben diese Kackwiesel, das ist Variante 1. Variante 2 ist diese, es wird ja von Mr. Grey, als er in Jonesy übergeht, da wird ja so als diese Wolke beschrieben. Und ich hätte das jetzt so verstanden, als sind die Greys, also die eigentlichen Greys, auch nur eine andere Alienrasse, die im Zweifelsfall gar nicht freiwillig dort sind, sondern die eben von diesem Virus, diesem Kackwiesel-Zeug oder was auch immer, eben korrumpiert sind und deswegen halt jetzt das Zeug weiterverteilen sollen. So hätte ich es jetzt erstmal verstanden. Jetzt ist aber halt die Frage, wie dann diese schwarze Wolke und die Kackwiesel wieder zusammenpassen. Weil wie diese Kackwiesel-Infektion funktioniert, das habe ich auch nicht verstanden. Warum das manche kriegen und manche nicht. Ich glaube, das ist zufällig, aber
Ja, das weißt du, das hat mit dem schwarzen Öl zu tun und den außerirdischen Gestaltwandlern und den Grau. Also bei Arctix hat es auch keinen Sinn ergeben. Ich habe auch hier gar nicht versucht, einen Sinn reinzukriegen. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe an Mr. Grey doch sehr viel Spaß gehabt. Also wie er eben wirklich immer menschlicher wird, wie er so die ersten Heißhungerattacken verspürt, wie er das erste Mal ans Ficken denkt, wie er das erste Mal Spaß dabei hat, einem Menschen weh zu tun und solche Sachen. Das hat mir doch durchaus gut gefallen. Also Mr. Grey hat bei mir funktioniert. Aber auch nur, weil Jonesy ein guter Gegenspieler war für ihn. Ja, ich fand es auch ziemlich cool eigentlich, wie er dann ja gerne futtert, aber dann ja auf Klo gehen, da will er nichts mit zu tun haben. Das kann Jonesy gefälligst alleine machen. Ja, das ist eine lustige Szene und ich sage ja auch, wenn es sonst nicht so viele ernste Themen wären, hätte ich damit auch mehr Spaß gehabt. Interessant fand ich hier den Moment, Mr. Grey sagt dann irgendwann, er konnte es nicht mal ausstehen, sich selbst als er aufzufassen, denn er gehörte beiden Geschlechtern an und keinem. Das finde ich für ein Buch dieser Zeit, gerade wenn wir überlegen, wie rückständig es ist im Hinblick auf Behinderungen und so weiter, finde ich das eine Ansage, das überhaupt in Betrachtung zu ziehen, so eine Denkweise. Ich glaube, da legst du zu viel rein. Ich glaube, das ist halt einfach die Art, wie die Fortpflanzung bei den Aliens funktioniert, dass da einfach keine Binarität gibt, sondern eine Einheit. Homogenität, wäre, glaube ich, das richtige Wort. Dass halt alle gleich sind und. Ja, man kann das ja auch auf zwei Arten lesen. Man kann das natürlich auch als Zeichen der Fremdartigkeit lesen und so war es wahrscheinlich eher gemeint als so positiv gelesen, wie ich es jetzt habe. Ja. Ja, dann wie gesagt, das ganze Konzept generell, die Handlung selber hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Diese ganze, ja, wir vergiften jetzt den Brunnen, das hätte dann funktioniert, wenn ich gewusst hätte, wie sich eben wirklich diese Alienrasse, was die überhaupt für eine Motivation haben. Warum Mr. Grey jetzt als einziger in der Lage ist, diese Motivation auch auszuführen. Klar, er ist der Einzige, der ihm geholfen hat, aber warum ist er der Einzige, der ihm geholfen hat? Diese ganze Telepathie-Geschichte, warum geben wir dem Feind Telepathie? Das ist auch blödsinnig unter strategischen Stichpunkten. Und diese ganze Metapher mit dem Dreamcatcher, die ist auch an mir vorbeigegangen. Ja, nicht nur dir. Ich frage mich auch immer noch, warum das Buch so heißt. Zumindest als Untertitel oder im Deutschen dann. Im Original. Es gibt in der Hütte diesen Traumfänger, der irgendwie dann auch bei Jonesy auffängt oder so. Und das ist irgendwann wird er auch groß beschrieben und man könnte mit viel Fantasie dieses Netz sehen wie ein großes Rad, wo dann die Speichen ähnlich wie der Balken beim Turm sind oder so, aber das ist, glaube ich, sehr weit weg. Ja, gehen wir gleich darauf ein. Die Turmanalogien sind auf jeden Fall drin. Wir haben hier auf jeden Fall ein Quartett. Das sind die vier Jungs. Wir haben, vielleicht startet es auch mit dem Quartett, wobei ich das so nicht behaupten würde. Das, Oi. ja, naja, ja. Im Entferntesten. Andererseits, die Brecher beim Turm haben ja auch oft in irgendeiner Form eine geistige Behinderung, das wird dann später noch kommen und relevant werden. Da passt er eher rein. Und ich würde tatsächlich das jetzt dann in die Rolle des Kamei, also des Narren, des K, reinsetzen wollen. Also ich gebe dir recht, das hat schon ein paar Turmanleihen, das kommen auch ein paar Zitate, die das untermauern, sagen wir es mal so. Es kommt ja auch zum Beispiel die Nummer 19 vor. Denn der Typ, der das jetzt da quält, hat ja das Trikot mit der Nummer 19. Also ja, das ist schon da. Und alleine durch die ganze Derby-Sache haben wir halt auch wahnsinnig viel Verbindung damit, logischerweise.
Gut, habt ihr... Achso, eine Szene noch, die ich echt ernsthaft eklig fand, war die Szene, als der Mr. Grey den Pickup kapert und den Typen sich das Auge ausstechen lässt. Die tat weh beim Lesen. Ja, es geht. Ich fand die gut. Ich fand die gut, ich fand die ungefähr so hübsch wie die Szene mit dem Floß im Floß, als er durch die Fugen gezogen wird. Die hat gut funktioniert bei mir. Da hat es mich mal kurz geschüttelt. Ja, aber auch wieder nur als Szene und nicht im Kontext des Buches. Richtig, ja. Genau. Aber generell so die Beschreibung von Schmerz und so weiter, das war mit das, was mir eigentlich an diesem Buch am meisten Spaß gemacht hat, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was ich euch jetzt über dieses Buch noch erzählen sollte in Inhaltsebenen. Teil. Habt ihr noch Ergänzungen? Nicht wirklich, ne. Nein, von mir auch nicht. Okay. Jonas, du sicherlich auch nicht, ne? Nee. Dann würde ich sagen, Flo, gehen wir in die Querverbindungen rein. Wir haben ja gerade, wie gesagt, schon die Verbindungen zum Turm gehabt und die Verbindungen zu Derry. Genau, also zu Derry, also gerade zu Ace gibt es eine ganz offensichtliche Verbindung. Also erstmal wird groß ausführlich der Sturm von 1985 erwähnt, der Derry verwüstet und der auch in Schlaflos mehrfach erwähnt wird. Und man hat eine Gedenktafel den Opfern des Orkans vom 31. Mai 1985 und den Kindern, allen Kindern, in Liebe von Bill, Ben, Beth, Eddie, Richie, Stan, Mike. Der Club der, und hier kommt ein Übersetzungsfehler, der Club der Versager. In der Neuauflage haben sie es, glaube ich, geändert in Club der Verlierer. Und da hat jemand drüber gesprüht, Pennywise lebt. Also das ist natürlich ganz klare Anspielung auf Ace. Mhm. Ansonsten wird auch nochmal eingegangen, in dem, als sie als Jugendliche das erste Mal in diesem Büro der Gebrüder Trecker sind. Nein, das Problem besteht eher darin, dass in Derry manchmal Kinder verschwinden. Das ist in Derry so, und wenn sie verschwinden, werden sie zuletzt meist an abgelegenen Orten gesehen, wie etwa dem leerstehenden ehemaligen Lagerhaus der Gebrüder Trecker. Niemand spricht über diese unangenehme Tatsache, aber alle wissen davon. Genau. Lustig fand ich noch die Tatsache, dass Daditz dann später in der Dearborn Street wohnt. Ja. Und da fällt mir aber gerade nicht ein, zu was das die Verbindung ist. Als er an das Tor mit dem Namensschild Clarendon kam. Clarendon war, glaube ich, Dolores, ne? Oder? Also Clarendon, ja, sagt mir auf jeden Fall was, aber ich krieg's gar nicht eingeordnet. Den Namen hatten wir auf jeden Fall schon mal, aber ich hab's auch gerade nicht im Kopf. Gut. Und wir haben noch eine Verbindung zu Schlaflos. Dass der Tod gleich um die Ecke lauerte, oder vielleicht sogar der Tod eine umherhuschende Gestalt, wie aus einem früheren Ingmar Bergman-Film entsprungen, mit einer verbogenen Waffe unter den groben Falten seines Umhangs. Eine Schere vielleicht, oder ein Skalpell. Mhm. Gut. Symbolik habe ich ja nun jetzt schon im Laufe der Erklärung ein bisschen abgehakt. Für mich ist eben diese ganze Alien-Thematik so ein bisschen das Zurückfinden in das soziale Leben nach eben einer Erkrankung, nach einem Unfall und so weiter. Aber das ist alles sehr weit hergeholt. Der Traumfänger hat garantiert auch irgendeine Bedeutung. Ich habe sie, wie gesagt, nur absolut nicht verstanden. Und ansonsten ist das Buch mir ehrlich gesagt zu flach und zu lächerlich, um da auch nur die Lust zu haben, mir eine Symbolik aus den Fingern zu saugen. Habt ihr irgendeine Hobby-Theorie? Nein. Nein, auch nicht. Ich hatte nicht den Antrieb, was daraus zu suchen. Okay. Wie sieht's denn mit den Verwertungen aus? Es gibt eine Verfilmung aus dem Jahr 2003. Der Film heißt nur Dreamcatcher, also hier hat man auch im Deutschen das Dad jetzt weggelassen. Mhm. Und er hat Morgan Freeman mit falschen Augenbrauen. Ich glaube, mehr muss man darüber nicht sagen. Nee, muss man nicht. Wie gesagt, also es gibt ein englischsprachiges Hörbuch auf
Deutsch gibt es nur ein Daisy-Hörbuch für Sehbehinderte. Mhm. Also es ist auf dem freien Markt eins der Bücher ohne Hörbuchfassung. Okay. Dann würde ich noch zu den Zitaten kommen. Habt ihr welche? Ich habe eins. Ja. Das Leiden war schon schlimm genug, aber es seinem verschreckten Körper zu gestatten, sich über dieses Leiden lustig zu machen, indem er sich versteifte, einfach nur dastand und sich von einem Dämon überfahren ließ, nein, das konnte er nicht zulassen. Mhm. Flo? Der Wandel, die Veränderung wird plötzlich und unerwartet kommen, wie das bei Kindern in ihrem Alter immer so ist. Bräuchten Veränderungen die Zustimmung von Junior-Highschool-Schülern, dann würde sich nie etwas ändern. Mhm. Nissi? Ich habe tatsächlich kein Zitat an sich, aber ich finde einfach die Wortschöpfungen von Bieber, weil Bieber war tatsächlich auch einer meiner Lieblingscharaktere. Schade, dass er so früh gegangen ist, aber halt im Englischen sind sie noch witziger, finde ich, als die deutsche Übersetzung, aber halt so, so aus seine sprachlichen Ergüsse, quasi wie gekörnte Scheiße, knutschen mir die Kimme und karierte Kacke. In der Hinsicht, aber die Englischen halt mit Dudley Fuck und Kiss My Bender und noch so weitere Dinge, die fand ich einfach unheimlich amüsant am Anfang und haben auch noch mal so ein bisschen für mich seinen Charakter unterstrichen. So ein bisschen das, der Einfluss des Alkohols vielleicht auch. Mhm. Eine sehr hübsche Formulierung fand ich auch den Begriff interstellarer Fußpilz. Ja, das ist auch ein guter. Aber wo wir gerade bei der Übersetzung sind, ich sag ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Übersetzung nicht gut ist. Was es für mich umso verwunderlicher macht, dass das Buch im Deutschen, das Buch und die Übersetzung beides für den Fantastikpreis nominiert waren 2002. Wir haben in diesem Buch wieder eine Figur im Deutschen, die es im Englischen nicht gibt. Mhm. Also im Original gibt es einen Satz: Officer Cleveland Adamant, I know what I saw. Die richtige Übersetzung wäre: Officer Cleveland sagt hartnäckig, ich weiß, was ich gesehen habe. Hier haben sie den Officer Cleveland Adamant, Cleveland Adamant daraus gemacht, der weiß, was er gesehen hat. Aber es gibt auch noch einige andere Übersetzungsfehler hier in diesem Buch. Manches sind auch, wie schon gesagt worden, so die Schimpfwörter. Im Englischen sagt zum Beispiel einer noch begeistert, you're fucking A, also so verdammt richtig oder sowas. Mm. Im Deutschen wird das übersetzt mit, du hast echt den Durchblick. die Jagdhütte, in der sie sich treffen, heißt im Original Hole in the Wall, also Loch in der Wand. In der deutschen Version heißt sie Hütte. Ja, und natürlich auch, wie schon gesagt wurde, also diese ganzen Biberismen, die sind auch komisch übersetzt. Und es fehlt der letzte Satz. Mhm. Also im Original, also die Frage, ob er glaubt, dass die Außerirdischen je wiederkämen, da sagt Henry, oh yes, them or others. I think you can take that to the bank, but not today. Und im Deutschen sagt er, oh ja, sie oder andere, darauf kannst du dich verlassen. Im Deutschen hat man einfach weggelassen, dass sie heute nicht kommen. Ich habe noch ein paar Zitate, einerseits für diese depressive Phase am Anfang, die mir sehr gut gefallen hat. Wer mehr will, handelt sich nur Kummer ein. Träume sind was für Kinder. Oder Henry fühlte sich aus einem anderen Universum gerufen. Aus einer Welt, in der die Lebenden auch wirklich leben wollten. Und wie stets in letzter Zeit macht ihn das gereizt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Oder der wunderschöne pathetische Satz, noch 1000 Jahre bis zum Morgengrauen und alle Wiegen wieder abgesagt. Den fand ich auch herrlich. Und ansonsten hätte ich jetzt hier noch ein paar Momente von Kurz, die ich fantastisch fand. Wir werden die nötige Drecksarbeit erledigen und hinterher so sauber dastehen wie nur möglich. Sauber, ja, oh Herr, und lächelnd. Oder dann eben diese Szene, die ich schon mal beschrieben habe. Wo auch immer sie leben, niederbrennen.
werden ihre Kronkammern mit Napalm versehen und die Pracht ihrer Gebirge mit Haubomben planieren. Gelobt sei der Herr aller Abba. Wir werden die feurige Pisse Amerikas auf ihre Seen und Ozeane regnen lassen. Aber wir werden das auf anständige und angemessene Weise tun, ohne uns dabei um Rasse oder Geschlecht oder ethnische Abstammung oder religiöse Vorlieben zu scheren. Oder als letztes, wie kurz es sah, spielten die grauen Menschen aus dem All absolut die zweite Geige. Wäre es nach ihm gegangen, dann hätte die Schlagzeile gelautet: Unfassbar, Amerikaner zeigen heutzutage Rückgrat. Hervorragend, es war fast schade, sie abzuschlachten. Das ist auch schön, ja. Und als letztes habe ich noch: Hochmut war der Gürtel, der die Hose auch noch hielt, wenn gar keine Hose mehr da war. Mhm. Hosen. Ja. Gut, ich würde behaupten, wir sind grundsätzlich erstmal durch und deswegen bleibt mir jetzt nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, Flo, fang du mal an. Schwer für mich. Also ich habe ja schon gesagt, das Buch, ich hatte so Probleme damit wie damals Sprengstoff. Sprengstoff habe ich mit 0 Punkten bewertet. Mhm. So schlimm ist es nicht. Ich hätte gesagt so 3, 4. Ich habe einmal nachgeguckt, wie viele Punkte ich Tommyknockers gegeben habe. Und da ich Tommyknockers 5 Punkte gegeben habe, habe ich mich mit mir hier auch auf 5 Punkte geeinigt. Okay. Missy? Wir bewerten von 0 bis 19. Ja, also ich habe es ja zum zweiten Mal jetzt gelesen, habe auch das Hörbuch nochmal gehört, habe auch nochmal den Film geguckt. Und ich muss sagen, so beim zweiten Mal lesen, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ging es irgendwie schneller. Aber für mich war dann doch so, also was so im Vordergrund halt einfach stand, warum meine Bewertung jetzt auch nicht so hoch ausfällt, ist einfach dieses, dass für mich eben die Storys nicht so zusammengepasst haben. Also dass da 2, vielleicht auch 3 oder mehrere verschiedene Sachen einfach zusammengebaut wurden, irgendwie so geguckt, dass es passt. Und das macht das Buch für mich zu einem großen Wirrwarr, was trotzdem schöne Ecken und Kanten irgendwo hat. Und ich gebe dem Ganzen 8. Okay. Ja, ich schließe mich dir da an, wie gesagt, dass diese 2 Teile irgendwie nicht so zueinander passen. Das ging mir definitiv auch so. Und ansonsten regt mich das halt wahnsinnig auf, weil es so viele schöne Sachen hat. Wie gesagt, Mr. Grey an sich mit seinem Ganzen, er entdeckt die Freuden von Mord und Bacon. Oder Kurz, der mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Aber gleichzeitig diesen Schwerpunkt auf Duddles, der überhaupt kein Schwerpunkt ist. Und solche Sachen. Es reißt mich echt auseinander, dieses Buch. Aber ich muss sagen, diese Hoffnungslosigkeit am Anfang, die hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr im Kopf, was ich damals Tommyknockers gegeben habe? Ich schau gerade nach. Sechs Punkte. Dann würde ich hier tatsächlich 9 Punkte geben, weil genauso bei Tommyknockers habe ich damals diese Hoffnungslosigkeit gut gefunden und die war das Einzige, was mir das Buch gerettet hat. Hier war es die Hoffnungslosigkeit und die schönen Momente. Höher gehen als 9 Punkte kann ich eben nicht wegen der Kritikpunkte, über die ich gerade schon rumgeschrien habe. Also wir bleiben bei 9. Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, und ich gehe tatsächlich höher. Weil diese lustigen Episoden sind mir sehr im Kopf geblieben. Da konnte ich mich auch noch an viele erinnern. Ja, deswegen gebe ich 12 Punkte. Okay, ich danke dir. Und ich danke wie immer unserer wunderbaren Gästin. Es war schön, dass du wieder mal dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich danke außerdem dem großartigen Flo. Wie immer eine Ehre. Es war wieder sehr schön. Und natürlich danke ich auch wie immer dem Jonas. Es war wie immer schön mit dir. Gerne wieder. Und ich danke euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Lasst euch gut gehen, lasst euch nicht von Aliens infizieren und pupst nicht zu sehr. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mit uns reden wollt, könnt ihr das gern tun. Entweder in Form von Manöverkritik, das könnt ihr machen über Twitter oder per E-Mail.
Oder wenn ihr mit uns ein weiteres Buch besprechen wollt, dann könnt ihr das auch gern machen. Ihr meldet euch einfach, guckt in die Leseliste, welche Bücher als nächstes dran sind, schreibt uns eben über die üblichen Kanäle an. Wenn ihr die Bücher nicht habt, ist das kein Problem, dann würden wir euch die auch zukommen lassen. Und technisch braucht ihr nichts weiter, ihr braucht eigentlich nur Teamspeak und ein Headset oder Mikrofon oder irgendwas, worin ihr reinreden könnt. Das war's von meiner Seite. Ich danke ganz sehr für die Aufmerksamkeit und man hört sich dann zum nächsten Buch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.